Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von mir und heute mache ich mal wieder eine Challenge von euch. Und zwar ist die von dem Zuckermaster. Das ist der Code, falls ihr es nachspielen wollt. Er ist wie immer in der Beschreibung. Und wir dürfen, also von den Regeln her ist alles normal. Wir dürfen Quincy verwenden und alle Türme nur auf Stufe 2 und wir müssen bis Runde 60 überleben. Das heißt, es wird schon schwieriger als letztes Mal, weil letztes Mal hatten wir, glaube ich, dass ich nur bis Runde 30 konnte, bis zur Stufe 3, oder war es das Mal davor? Weiß ich gerade nicht. Als erstes setze ich natürlich Quincy hier hin und mein Gratis-Monkey hier hin. Ah, ich vergesse immer, dass ich nicht so weit upgraden kann. Egal. Aber ich sage mal so Runde 100, glaube ich eher nicht, dass wir schaffen. Aber ich werde zu weit probieren, wie es geht. So, jetzt setze ich eine Bananenfarm hier hin. Dann erhöhte Produktion und größere Produktion. Ich kann ja jetzt nicht einmal eine Bank machen, habe ich gerade realisiert. Langlebige Bananen und wertvolle Bananen. Okay, jetzt geht was durch, aber das ist nicht so schlimm. Ich kaufe mir jetzt mal. Warte mal. Doch, ich setze hier ein Dorf hin. Ich muss aber unbedingt noch einen Tower hinsetzen. Nur ich weiß nicht so ganz, welchen ich verwenden soll. Ich könnte einen Ninja da oben hinsetzen. Möglicherweise ist wieder viel durchgegangen, aber ich habe bald genug Geld und zwar kann ich mir jetzt den Superaffen holen. Ich setze da noch eine Kanone hin und stelle die natürlich auf stärkster. Dann mache ich hier noch Laserstrahlen, hier Wachstumsblocker, dann Radarscanner. So, jetzt kann ich mir die Plasmastrahlen lassen. Jetzt kommt noch die Superreichweite und die monumentale Reichweite. Dann setze ich noch eine Bananenfarm daher. Erhöhte Produktion und größere Produktion. Jetzt setze ich noch eine hin und mache wieder erhöhte Produktion und größere Produktion. Stelle ich da noch eine hin. Wieder erhöhte Produktion und größere Produktion. Und natürlich kommt noch eine hier hin und eine drüber. Hier erhöhte Produktion, hier auch. Dann größere Produktion, genauso wie hier. Dann mache ich hier noch langlebige Bananen und wertvolle Bananen. Hier auch langlebige Bananen und wertvolle Bananen. Genauso wie hier und hier und natürlich auch hier. Dann kommt hier noch ein Superaffe hin. Mach beim Affendorf noch die größere Reichweite. Hofft, dass der drin ist, jawohl. Dann kann ich da Dschungeltrommeln machen und bei dem Laserstrahlen, Plasmastrahlen. Und jetzt mache ich bei dem noch Rückschlag, weil der eh so weit vorne steht, dass mir die Reichweite nicht so viel bringt. Dann setze ich hier noch einen Superaffen, Laserstrahlen, Plasmastrahlen, Superreichweite und monumentale Reichweite. Und ich setze hier vorne einen Alchemisten hin mit größeren Tränke und Säuremix und dann nach unten Säurepool und schneller werfen. Dann setze ich hier einen Superaffen ran mit Laserstrahlen, Plasmastrahlen, Superreichweite und monumentale Reichweite. Dass ich wieder nur Superaffen baue, aber das ist einfach die beste Taktik für so einen Modus oder für so eine Challenge. Jetzt ist Runde 60, die letzte Runde, da kann ich noch einen Superaffen hinsetzen und easy, Leute. Ich werde natürlich weiterspielen, mache hier Laserstrahlen und Superreichweite, dann die monumentale Reichweite und Plasmastrahlen. Ich stelle den einen Superaffen jetzt einfach auf letzter. Dann schießt er einfach immer am Anfang hin. Macht eigentlich nicht so viel wirklich den Unterschied, aber egal. Dann schießen sie nicht alle auf dieselben. Ich weiß halt echt nicht, welcher Affe sich auf Stufe 2 lohnt. Weil ich glaube, es gibt halt nicht so viele, die wirklich stark sind auf Stufe 2. Dann setze ich hier einen Superaffen hin und hier. Und jetzt mache ich bei beiden Laserstrahlen und Superreichweite. Dann mache ich bei beiden noch Plasmastrahlen. So, und monumentale Reichweite auch natürlich wieder bei beiden. Dann setze ich hier unten einen Zauberer rein, wenn sich das ausgeht, jawohl. Mach Lenkmagie, Arkanstufe, Feuerkugeln und Feuerball und setzt noch einen Zauberaffen ran, der dasselbe kann. Und dann setze ich hier einen Alchemisten, hier, hier und da oben noch an. Mach wieder 202, genauso wie hier, hier und hier. Ich werde da oben noch ein paar Superaffen setzen, bei denen ich den Rückschlag, also das Rückschlag-Upgrade machen will. Dann geht sich da noch ein Alchemist aus, der wieder 202. Dann mache ich hier mal Rückschlag, hier auch. Dann mache ich bei beiden die Laserstrahlen, so Runde 80. Jetzt kann ich bei dem noch die Plasmastrahlen machen. Hier kann ich auch Plasmastrahlen machen. Und jetzt noch bei beiden Ultra Vision. Ich habe das Gefühl, ich habe zu wenig Superaffen, deswegen kommt da noch einer her. Mit Rückschlag wieder und Laserstrahlen, Ultra Vision und Plasmastrahlen. Es tut mir leid, ich habe vielleicht wieder ein bisschen übertrieben mit den Superaffen, aber ich werde sie trotzdem jetzt nacheinander upgraden. Jetzt kommen eh bald die TDTs. So, Runde 90. Die TDTs gehen. Okay, vielleicht schaffen wir es doch bis Runde 100. Hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass wir überhaupt so weit kommen, weil halt nur bis Stufe 2 möglich ist. Aber mit den Superaffen geht das halt schon gut. Sind halt einfach ultra stark. Okay, das war jetzt schon ziemlich knapp. Ich werde hier noch Laserstrahlen machen, genauso wie hier. Das könnte die letzte Runde werden. Ich setze hier ein Dorf hin mit größerer Reichweite, Wachstumsblocker und Radarscanner. Mache hier Laserstrahlen, Plasmastrahlen, Superreichweite und monumentale Reichweite. Und jetzt war's das. Okay, Runde 94. Hätte ich nicht das ganze Geld in den Superaffen gesteckt, sondern hätte die weiter abgegradet, hätte ich es vielleicht noch weiter geschafft. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit Runde 94. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Abo, ein Like und einen Kommentar freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.